Unser technischer Manager hier in Pico China ist gerade zu mir gekommen und bringt mir das erste Muster unserer RH499, also der tschechischen Lok. Ich wollte die unbedingt sehen, bevor die nach Deutschland geht. Our T1 sample. Okay. But looks good. Looks good. Yeah. Okay. Can you turn it a little bit so I see it? Yeah. Slow, not so fast. Yeah. Okay. And the detail here? Very detailed. Very detailed. And yeah. The book is also quite detailed. Oh, yeah. What I like is I like the front because the front is very typical. Yeah. Also hier die Vorderseite dieser Lok ist, finde ich, ja, ganz interessant, weil sowas gibt es auf dem Markt überhaupt nicht. Also auf dem Vorbild und also außer dieser Lok natürlich in Tschechien. Und diese Kante an dem Glas, die sieht man natürlich später nicht. Das ist jetzt nur geschuldet den entsprechenden Abspritzungen. Aber ich muss sagen, schon richtig toll. And the pantograph also look pretty nice, huh? Yes. Also. Yeah. Wow, very detailed. Also, und die Dachlandschaft ist auch wunderschön nachgebildet. Aber bitte keine Kritiken jetzt üben. Wir werden da sicherlich noch das eine oder andere dran ändern müssen. Aber ich finde das schon mal richtig toll. Can I show you the underneath also? Yeah, sure. Yeah, turn. Okay. Also very so detailed. You can see the underneath so many detail. Wow, very good. Ja, richtig toll. Ja, da treiben wir, finde ich, ja fast manchmal schon zu viel Aufwand, um sowas nachzubilden. Man sieht das ja überhaupt nicht. Also wenn man sich hier die Drehgestelle anschaut, das ist ja wirklich richtig toll. Ja, very good job, Hermann. So, and you send this, and okay. When we will ship this item, probably? Oh, I remember July, around. So, im Juli soll die ausgeliefert werden, also wird dann im September, August, September, dann im Fachhandel sein. Ja, kurzer Bericht von hier.